Hallo und herzlich willkommen zu Friday Night Smackdown Ausgabe 2 in diesem WWE 15 Let's Play. Letzte Woche haben wir bei Smackdown ganz tolle Matches gesehen. Wir hatten den Sieg von RVD und Dolph Ziggler zusammen gegen Antonio Cesaro, der ja alleine gelassen wurde von Bo Dallas. Dazu werden wir heute auch noch mehr sehen. Wir werden im Main Event ein Match sehen, was sehr wichtig wird, denn wir sehen Rey Mysterio, der Meister des 619s, gegen Daniel Bryan. Und der Sieger dieses Matches steht nächste Woche bei SmackDown im Number One Contender Match. Ja, gegen einen Gegner, den ich euch dann zeigen werde. Oder vielleicht sage ich es auch am Ende der Folge, aber ich glaube nicht. Also ihr müsst euch mal wieder ein bisschen gedulden eine Woche. Aber bevor wir zu dem Ganzen kommen, möchte ich jetzt auf was hinweisen. Alle Leute, die bisher immer noch nicht im Skype-Chat sind, haben jetzt die Möglichkeit, ganz neu dabei zu sein. Wir haben ein Forum gegründet. Design wird alles noch gemacht, aber die Grundvoraussetzung ist jetzt da. Die Grundidee stimmt. In der Kommentarbox battelt ihr euch immer so schön. Und jetzt in der Beschreibung unterm Video, bestimmt auch in den Kommentaren wird es stehen, steht ein Link zu einem Forum, zum Lucarano WW15 Universe Mode Forum, so könnte man es nennen. Da poste ich alle wichtigen Dinge. Es gibt eine News Channel, nenne ich es mal. Da werde ich immer neuesten News posten, wie jetzt zum Beispiel dieses Match, was wir nachher sehen, diese zwei Matches. Heute ist ja Donnerstag, also heute, wenn ihr guckt, ist Freitag, jetzt wo ich gerade aufnehme, ist gestern Donnerstag. Ich habe es gerade gepostet, dass diese zwei Matches, die wir nachher sehen, kommen in dem Video von SmackDown hier. Dann habt ihr quasi immer schon mal so einen Überblick, wichtige Fäden stehen da und auch Storylines. Wenn zum Beispiel ihr euch battlen wollt, dann könnt ihr das jetzt genau in einem extra Forum machen. Da steht dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Cesaro und Dolph Ziggler haben sich ja in den letzten Wochen so ein bisschen bekriegt. Dann haben wir ein Thema, zum Beispiel Intercontinental Champion Titel, weil da sind ja die Cesaro, Ziggler, Axel und die anderen alle drin. Und da könnt ihr euch dann, ihr müsst euch natürlich registrieren, aber das ist gar nicht wichtig, gar nicht schlimm. Ihr gebt bitte als Usernamen, ah, das sage ich euch. Also ihr könnt euch dann da battlen, gegeneinander Storylines, Fäden, Promos, ihr könnt euch gegenseitig da so quasi, als würdet ihr ein Mikrofon in der Hand halten, schreibt einfach einen schönen Text, bitte keine Beleidigungen und so, aber da komme ich nochmal später darauf hinzu, da werden wir auch vielleicht irgendwo mal die Regeln noch posten, da müsst ihr dann mal reingucken. Zur Anmeldung einfach auf den Link klicken, registrieren, bitte mit eurem Namen. Wenn ihr hier einfach nur als Zuschauer seid, nehmt ihr euch irgendeinen Namen, wie ihr den haben wollt. Wenn ihr allerdings einen Wrestler habt, ob es jetzt bei NXT ist oder bei WWE, nehmt euch einen von den beiden. Wenn ihr zum Beispiel Batista und Escatio wäret, zum Beispiel. Ich weiß, dass es die Kombo nicht gibt, aber sagen wir mal, ihr wärtet, könntet ihr euch entweder Batista oder Escatio nennen. Bitte nicht den falschen Namen nehmen, also wirklich nur den Superstar, den ihr selber spielt. Zum Beispiel, wenn ihr The Miz habt, schreibt ihr The Miz hin. Wenn ihr nur ein NXT-Superstar seid, schreibt ihr zum Beispiel hin Darren Baxter, wenn ihr der seid. Aber ihr müsst ja auch sein. Wenn ihr einfach nur so als Zuschauer da reinschreiben wollt und immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was denn für News es gibt, oder wenn ihr vielleicht auch mal was vorschlagen wollt, ihr könnt auch Matches vorschlagen, natürlich, wenn ihr keinen Superstar habt, das ist natürlich vollkommen legitim. Einfach macht euch einen Usernamen, halbwegs was Vernünftiges. Hauptsache, ihr seid dabei. Wir haben jetzt ein Forum, wo jeder rein kann, da braucht man kein Skype für. Skype bleibt natürlich trotzdem immer noch eine Möglichkeit, Lucarano LP. So, jetzt habe ich 3 Minuten 40 über sowas geredet. Jetzt kommen wir zu SmackDown. Jey Uso, natürlich mit seinem Bruder Jay an der Seite. Jimmy mit seinem Bruder Jay an der Seite. Gegen Cody Rhodes, natürlich mit Goldust. Bei Raw hatten wir, glaube ich, das Match genau andersrum. Da hat Jay gegen Goldust gekämpft. Also mit den Managern in der anderen Reihenfolge. Ich weiß gar nicht mehr, wer da gewonnen hat. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal freuen. Dieses Match, ja, die Brotherhood, Cody Rhodes und Goldust gegen die Usos, werden wir beim Pay-Per-View sehen. Und da werden wir dann neue WWE Tag Team Champions finden. Also könnt ihr euch da schon mal drauf freuen. Wisst ihr schon mal ein Match? Oha, ihr wisst schon mal ein Match. Dann Match 2, Kofi Kingston gegen The Miz. Was wir gleich sehen werden, also was wir nicht sehen werden, aber wo ich gleich gucken werde. Kofi, der ja schon 2 Niederlagen hat. Big E gegen Tyson Kidd. Dann das erste Match, was wir sehen werden, ein 6-Mann Tag Team Match. Bad News Barrett. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Hat sich ja in den Kommentaren ziemlich gebattelt mit Curtis Axel und Bo Dallas. Deswegen Bad News Barrett heute zusammen mit Rob Van Dam und Dolph Ziggler. Die haben letzte Woche schon zusammengearbeitet.
Da habe ich mich mal schnell gemutet. Nisa for the win. Ja, und die drei, die ich gerade genannt habe, treten an gegen Cesaro, Curtis Axel und Bo Dallas. Und da können wir ja gespannt sein, wie die zusammenarbeiten. Denn Cesaro hat einmal Axel angegriffen und Bo Dallas hat Cesaro letzte Woche alleine gelassen. Also das könnte interessant werden. Und dann das Main Event. Rey Mysterio, der Meister des 619s, gegen Daniel Bryan. Bryan, der letzte Woche heel geturnt ist, anscheinend hat John Cena attackiert, den World Champion. Ja, und genau um den World Champion Titel geht es auch, denn der Sieger dieses Matches hier steht nächste Woche im Number One Contender Match, habe ich ja gesagt. So, dann kommen wir jetzt zu Match 1. Jimmy gegen Cody Rhodes. Oh, Cody mit einem Sieg. Ich glaube, bei Raw war es andersrum. The Miz gegen Kofi Kingston. Und das Match ist jetzt wichtig, je nachdem, wie es ausgeht. Ja, The Miz gewinnt. Und damit steht The Miz im Battleground United States Championship Match. Nur schon mal, damit ihr das wisst. Also es wird jetzt immer, wir kommen näher an Battleground. Und jetzt wisst ihr schon mal so ein bisschen was. Ihr wisst schon das Tag Team Championship Match. Und ihr wisst auch schon mal, dass The Miz im United States Champion Match stehen wird. Kofi übrigens jetzt mit einem 0-3. Also bei Kofi läuft gar nichts. Wenn wir überlegen, der war im WWE 13 Let's Play WWE Champion für eine Nacht, um das mal genau zu sagen. Big E gegen Tyson Kidd. Tyson Kidd! Oha! Das ist auf jeden Fall mal ein erstaunlicher Sieg. Und dann kommen wir jetzt nach 6 Minuten. Oha! Ich hoffe, ihr seid überhaupt noch dran. Kommen wir zu diesem Match. Six-Man-Tag. Mal eben hier die Highlights ausstellen. Ach, wir lassen sie einfach an. Ist doch alles egal. Cesaro, Bo Dallas und Curtis Axel gegen Dolph Ziggler, Bad News Barrett und Rob Van Dam. Jetzt live bei Friday Night SmackDown. Und da kommt der Mann, der Cesaro alleine gelassen letzte Woche. Also jetzt quasi sein erstes Match. Wir wissen ja nicht, ob er jetzt überhaupt da bleibt. Kann ja sein, dass er gleich wieder die Kurve kratzt. So, Bo Dallas. Ja, 6-Mann-Tag-Team-Match, das habe ich ja schon gesagt. Ich muss ein bisschen mit den Einzügen aufpassen, weil ich ja nicht immer die GEMA am Start haben will. Ja, und Curtis Axel, der hat bei Raw gegen Kofi Kingston gewonnen. Obwohl er attackiert wurde von Cesaro, das war schon nicht schlecht. Aber wir merken ja, Kofi... Der verliert alles, 0-3 seine Statistik. So, Curtis Axel, the real Curtis Axel. Und dann fehlt ja nur noch Antonio Cesaro, der natürlich jetzt mal was beweisen muss. Cesaro ja auch schon mit einem 0-2, also bei dem läuft gar nicht. Und der, ja wie soll man sagen, das Schreckgespenst für Cesaro ist natürlich Dolph Ziggler. Erste Raw-Ausgabe verloren gegen Ziggler, letzte Woche bei SmackDown verloren gegen ja Ziggler und RVD. So, dann ist das erste Tag-Team schon mal im Ring. Also das erste Trio. Und da ist Bad News Barrett. Ja, der hat sich in den Kommentaren gebettelt und ist so in dieses Intercontinental Championship Rennen reingekommen. So kann man es machen. Ich habe ja gesagt, wer viel in die Kommentare schreibt und viel Bad sich battelt, aber auch immer natürlich battlen, da sage ich immer, nicht beleidigend werden. Also schon, ihr könnt das schon... Battlen, aber jetzt nicht richtig ausarten, ne? Ihr wisst, wie ich es meine, also bisher ist nichts passiert. Ja, und Bad News Barrett war eigentlich von mir gar nicht eingeplant da und ja, so ist er jetzt reingerutscht in dieses Rennen. Ja, der Mann, wenn der heute Abend gewinnt, Dolph Ziggler, dann wäre es auch 3-0, das wäre schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ich finde das cool, dass wir am Anfang momentan so ja, kleine Serien haben. Luke Bass bei NXT 2-0, Jack Steel 2-0, Dolph Ziggler bisher 2-0, Kofi Kingston 0-3. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und dann kommen wir jetzt zu Mann, ich liebe diesen Entrance einfach. Und wir werden es wieder mitmachen und ich hoffe, ihr findet den einfach genauso geil wie ich, weil ich liebe Rob Van Dam. Dieser Einzug. Es ist so schön, den mal zu sehen, ohne dass man ihn als Core selbst erstellen muss. Und natürlich mache ich jetzt wieder mit. Der Kommentator kriegt es ja wieder nicht auf die Reihe, aber ich schätze mal, manche von euch machen es jetzt zu Hause mit. Also jetzt einfach mal mitmachen, Hände hoch und Rob Van Dam. Ja, wer sonst? The whole fucking show, RVD. So, und dann kommen wir jetzt nach 10 Minuten, hat das Match immer noch nicht begonnen, also 9,5 Minuten hat das Match immer noch nicht begonnen. Jetzt muss es natürlich auch mal losgehen und es wird jetzt losgehen, da könnt ihr für...
Six-Man-Tag-Team-Action. Bad News Barrett beginnt gegen Bo Dallas. Und die haben sich an den Kommentaren ganz schön gebettelt. Fand ich auch sehr interessant. Also ich fand das wirklich schön, wie die sich da gebettelt wurde. Die hatten richtig gute Micworks, muss man ja mal sagen. Die haben bessere Promos gehalten als manche in der WWE. Wenn ich mir da so zum Beispiel einen Batista angeguckt habe in der wirklichen WWE, dem konnte ich nie zuhören beim Reden. Fand ich immer schrecklich. Und das, was ihr gerade gemacht habt, das fand ich richtig toll. Denkt dran, jetzt gibt's das Forum. Ich sag's nochmal für die Leute, die vielleicht jetzt erst einschalten, weil jetzt das Match losgeht. In die Kommentare oder in die Beschreibung gucken. In der Beschreibung steht's auf jeden Fall. Draufklicken, registrieren und dabei sein. Immer auf dem neuesten Stand sein. Ist ein bisschen geordneter als Skype, also eindeutig eine Verbesserung, würde ich sagen. Design und so wird noch bearbeitet, also jetzt nicht rumflamen, dass es noch nicht so schön aussieht. Und Bad News Barrett, der zeigt auf jeden Fall schon, der ist ja ein typischer Faustkämpfer, das kann man zu Wade Barrett, glaube ich, sagen. Mal sage ich Wade Barrett, mal Bad News Barrett, ist ja total egal. Und jetzt, der Tag, ja, Dolph Ziggler, und jetzt greift Dolph Ziggler Wade Barrett an und... Warum eskaliert es denn jede Woche aufs Neue? Dolph Ziggler attackiert jeden, hat auch schon bei Monday Night Raw Curtis Axel attackiert, aber jetzt greift er innerhalb seines Teams an. Das ist neu und jetzt ist Cesaro vom Top Rope, was hatte der denn da gerade vor? Und jetzt ist es ein 2-vs-3 Handicap Match. Ist das geil oder ist das geil? Wie super das funktioniert mit meinem Trick, wie ich hier die Fäden, ja quasi den Universe-Modus dazu bringen kann, mir Fäden zu bringen. Es ist einfach geil. Und jetzt der Tag Team Move. Bo Dallas fliegt da auf Wade Barrett zu. Ja, aber was ich jetzt ein bisschen... Ja, das war vielleicht ein bisschen unklug von Dolph Ziggler, weil... Wir wissen ja, in der letzten Woche hat er so gut mit RVD zusammengearbeitet. Ich dachte, zwischen den beiden würde sowas wie eine Freundschaft entstehen. Ja, aber den lässt er jetzt hier alleine mit Wade Barrett gegen diese drei Gegner. Die ja, muss man sagen, immer noch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Cesaro bei Raw Curtis Axel attackiert. Aber auch... in der Woche davor, heute vor einer Woche, Bo Dallas hat ihn ja alleine gelassen. Also deswegen ist dieses Team eigentlich, ja, eher so das Team, was auseinanderbricht, aber wir sehen, es ist genau andersrum. Jetzt wechselt zu RVD gegen Curtis Axel jetzt im Ring. Und RVD hat ja letzte Woche bei SmackDown das Match entschieden, hat ja einen Frog Splash gezeigt gegen Antonio Cesaro. Ich bin so abgegangen bei dem Frog Splash. Ich hab mich so gefreut, dass er den zeigt. Aber so sieht man es. Es gibt also anscheinend im Intercontinental Championship Ring doch keine Freunde. Es gibt nur Zweckgemeinschaften. Und jetzt das Gava schon. One. Ja, natürlich. Curtis Axel kommt raus. Der ist ja jetzt auch nicht schlecht. Hat gegen Kofi gewonnen. Also auch einen Sieg eingefahren. Erste Woche bei SmackDown musste er ja gegen The Big Show ran. Klar, das ist schon ein schweres Match. Das gewinnt man nicht mal eben so. Und jetzt wieder der Wechsel zu Wade Barrett. Also RVD und Wade Barrett scheinen noch zu funktionieren, aber ich sag gar nichts mehr, weil ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Dolph Ziggler wieder ausrastet und Wade Barrett attackiert und dann abhaut. Aber anscheinend hat hier wirklich jeder was gegen jeden, weil jeder Intercontinental Champion werden will. Das ist einfach so. Wade Barrett mit Power Slam. Schöne Aktion. Also die Matches gefallen mir, das muss ich ehrlich sagen, so von den Moves her und wie das so abläuft, ein Tick besser bei dem Spiel als bei WWE 13. Das kann Einbildung sein, weil ich wette, sie haben bei der PS3-Version ja nichts geändert vom Gameplay. Aber es macht mir mehr Spaß irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Kann natürlich auch daran liegen, dass wir so mega geile Storylines haben, aber man weiß es ja nie. So, jetzt wieder Wechsel von Wade Barrett auf Rob Van Dam. Und jetzt haben wir Rob Van Dam wieder gegen Cesaro im Ring, wie letzte Woche bei SmackDown. RVD. Oh, schöne Version mit einem Back-Suplex gegen Cesaro. Und jetzt lag er ja eigentlich perfekt, aber vielleicht noch zu früh für den Frog Splash. Wäre natürlich der Hammer, wenn jetzt Wade Barrett und Rob Van Dam hier dieses Handicap-Match gewinnen könnten. Aber schön, wie das hier jede Woche aufs Neue zu einem Handicap-Match wird. Erst hat Bo Dallas keine Lust und dann attackiert jetzt hier heute Ziggler Wade Barrett. Und dabei hat der Wade Barrett sich sogar extra dem Team angeschlossen, um heute gegen Bo Dallas und Curtis Axel antreten zu können. Ja, Ziggler anscheinend keine Lust. Aber damit kann er sagen, dass seine Serie ja bestehen bleibt. Ziggler geht, wenn heute zum Beispiel Wade Barrett und RVD verlieren sollten, was ja bei 2 gegen 3 durchaus mal passieren kann, dann könnte Dolph Ziggler immer noch sagen, ich habe immer noch eine 2-0-Serie gegen Cesaro und ja, nochmal gegen Cesaro in dem Handicap-Match. Dazu kann man sich natürlich auch eine Serie bauen, indem man nicht antritt, aber... Dolph Ziggler, wissen wir, der hat es ja durchaus sowieso drauf. Boah, schöner Belly-to-Belly da gerade.
Und ich hoffe immer, dass die Videos wieder synchron werden, weil manchmal ist der Ingame-Sound so ein bisschen versetzt. Das ist echt blöd. Dann fällt ein Wrestler auf die Matte und dieser Aufprall-Sound kommt erst eine Sekunde später. Das ist manchmal echt blöd. Aber da kann ich leider gar nichts dran machen. Oh, schöner Throw gerade von Cesaro und der Double-Footstorm. Double. Der Double-Footstorm hier zweimal hintereinander. Ja, AVD mit dem Konter. Aber wir kennen es ja. Es könnte relativ schwer werden für AVD und Wade Barrett hier zu gewinnen. Da müsste schon das gegnerische Team auch noch auseinanderbrechen. Weiß man natürlich nicht, ob das passiert. Könnte aber passieren. Kopfnuss von Antonio Cesaro gerade. Aber ich habe ja wirklich gedacht, ich habe es auch in die Kommentare geschrieben bei Skype. Ich hätte eher gedacht, dass das Team Cesaro, Axel und Bo Dallas wegen dieser Vorgeschichte halt auseinanderbricht. Dass vielleicht genau sowas passiert wie gerade eben im anderen Team, aber welches Team zerbricht, genau das andere. Und das ist ja so schön, wir wissen einfach nie, was passiert. Na, passiert einfach mal sowas, womit keiner gerechnet hat. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich hätte eher damit gerechnet, dass Wade Barrett zum Beispiel Dolph Ziggler und AVD alleine lässt. Aber dass das so rum passiert, dass Dolph Ziggler momentan anscheinend sehr, sehr aggressiv ist, das hätte ich nicht gedacht. Nur AVD jetzt. Submission Hold gegen die Beine, oder? Oh, schöner Surfboard-Stretch gegen Bo Dallas. Ist das ein Submission Hold? Na, er lässt ihn los. Er stretcht ihn nur ein bisschen. Und jetzt kommt Cesaro ins Spiel und greift da AVD an. Das sollte er lassen. Der Referee sagt aber nichts. Ja, jetzt kann Bo Dallas da natürlich zurückkommen. Ah, jetzt. Oh, schön. Schöne Aktion von Bo Dallas. Hämmert Rob Van Dam auf die Matte und das Cover. One, two, three. Und das ist schon das Ende. Bo Dallas gehört hier einfach mal, ja, nicht gehört, holt hier einfach mal den Sieg. Die Aktion will ich aber nochmal sehen. Ah, das ist dieser Dazzler, glaube ich. Bo Dazzler heißt diese Aktion, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, hier, zack, Cover, Wade Barrett zu spät. Und jetzt, Bo Dallas holt einen Stuhl in den Ring. Ja, Bad News Barrett kümmert sich um AVD und bekommt die Stuhlschlag von Curtis Axel ab. Und jetzt haut auch noch Bo Dallas auf AVD ein. Das ist doch der Oberhammer. Ich könnte jetzt schon wieder Smackdowns ausmachen und wir hätten ein super geiles Main Event gehabt. So, nochmal kurz, was haben wir gerade gesehen? Wade Barrett hat sich um AVD gekümmert, ganz klar. Und dann schlägt Curtis Axel mit dem Stuhl auf Barrett ein und Bo Dallas schlägt dann auch nochmal auf AVD mit einem Stahlstuhl ein. Hier ist Feuer drin im Intercontinental Championship Rennen. Dann kommen wir jetzt zum Main Event. Rey Mysterio gegen Daniel Bryan. Der Sieger nächste Woche bei SmackDown im Number One Contender Match. Gegen wen, sage ich noch nicht. Aber Daniel Bryan müssen wir ja momentan sowieso mal im Auge behalten. Weil er hat ja letzte Woche Cena attackiert, also scheinbar einen Heel-Turn durchgemacht. Und da kommt jetzt Rey Mysterio, der hoffentlich heute Abend zeigen kann, dass er genauso gut oder besser ist als Daniel Bryan, weil wäre ja schon cool, wenn Rey Mysterio auch nochmal ins World Heavyweight Championship Match eingreifen könnte. Na, da ist Rey Mysterio. 619. Ja, lässt sich natürlich von den Fans feiern, kommt zum Ring wie eh und je. Letztes Jahr hatte er ja eine Chance auf den World Title gegen Mark Henry, das hat er verloren. Und dann kommen wir jetzt zum Yes Man Daniel Bryan. Da ist er. Daniel Bryan, respect the beard. Na, Daniel Bryan kommt zum Ring und dann hoffe ich, dass das Match jetzt noch genauso gut wird wie das andere gerade. Ich denke mal, die beiden haben die Qualität, um ein genauso gutes Match zu zeigen. Dann geht's jetzt los. Daniel Bryan, oh sorry, einmal zu oft gedrückt. Gegen Rey Mysterio und direkt schöner Überwurf von Daniel Bryan. Ah, Daniel Bryan direkt mit Tempo-Aktion und dem Kick Rey Mysterio oben an den Kopf. Ja, aber die beiden haben natürlich beide eine unglaubliche Schnelligkeit und auch, ja, so diese Highflyer-Aktion, beide drauf, Rey Mysterio natürlich ein bisschen mehr, aber auch an Daniel Bryan. Schöne Hurricane Runner von Rey Mysterio. Das Match ist auf jeden Fall mit viel mehr Geschwindigkeit als das Match davor, aber man weiß natürlich nie, was bei SmackDown passiert. Ich finde das einfach nur der Hammer, wie wir einfach immer fast schon eine Storyline-Szene, so eine Cutscene haben. Ja, Bo Dallas und Curtis Axel haben gerade eben mal gezeigt, was sie von AVD und Bad News Barrett halten. Also, ja, ganz ordentlich, was wir da gesehen haben. Hat mir sehr gut gefallen. Oh, Tilt-A-World Backbreaker von Daniel Bryan. Dieses Match auch schon mal, was die für ihre Aktion zeigen. Daniel Bryan, Swinging Neckbreaker gegen Ray.
Ja, Daniel Bryan zeigt, dass er auch unbedingt in dieses World Championship Match rein will, weil er hatte ja bei WrestleMania das Match gegen Punk. Hat, glaube ich, verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es aber nicht mehr ganz sicher. Rey Mysterio hatte ja bei WrestleMania kein Match. Er ist ja aus der WWE quasi ausgeschieden gewesen. Heute quasi sein Match Nummer 1, kann man sagen, nach dem Neubeginn. Und jetzt Rey aus dem Top Rope in Daniel Bryan rein und kommt mit dem Bulldog gegen den Yes Man. Schöne Aktion, also die Aktion aus dem Seil und auch vom obersten Seil werden immer häufiger, finde ich sehr, sehr gut. Na, Rey, jetzt kickt er Daniel Bryan da unten gegen das Bein, das sah schmerzhaft aus. Ah, was hat Rey jetzt vor? Dropkick, aber Daniel Bryan kontert. Und ich finde es, oh, Spaß! Ich wollte gerade sagen, ich finde es schön, wenn auch mal keiner eingreift und dann so ein Kick, habt ihr das gerade klatschen gehört, an der Schläfe von Daniel Bryan. Ach, von Rey Mysterio, ich weiß gar nicht, was ich sage. Ja, Rey kontert. Leg Drop hinterher. Aber so oder so wäre es natürlich geil. Egal, wer von den beiden gewinnt. Er bekommt es nächste Woche mit dem anderen Mann zu tun, den ich da noch in der Rückhand habe. Und dann geht's halt in dieses Match. Und der Sieger bekommt John Cena zu fassen bei Battleground. Ah, Kick von Rey in der Ecke. Was hat er jetzt vor? Schickt Daniel Bryan in den Ring. Kommt mit dem Moonsault vom Top Rope. Oha, Rey Mysterio. Und jetzt geht Rey raus. Was hat er jetzt vor? Kommentatorentisch oder was hat Rey Mysterio vor? Dropkick außerhalb des Rings. Natürlich keine schöne Erfahrung für Daniel Bryan. Was hat Rey da jetzt vor? Man weiß es gerade nicht so genau. Was hat Rey Mysterio hier außen vor? Daniel Bryan geht natürlich hinterher und kämpft jetzt da. Countout wäre natürlich jetzt sehr unoptimal. Ah, bei 4, aber Daniel Bryan sollte jetzt zurück in den Ring kommen. Ah, Rey geht schon wieder raus. Was hat Rey Mysterio denn vor? Geht immer an dem Tisch vorbei und bekommt den Armdrag ab. Voll auf den Hallenboden. Wieder so ein Fehler. Man sollte nicht rausgehen. Das habe ich diese Woche schon mal gesagt. Danach hat derjenige verloren. Vielleicht ein kleiner Tipp an Rey Mysterio, dass er im Ring bleiben sollte. So, Jungs, jetzt bleibt mal im Ring. Wollen ja hier keinen Countout-Sieg gleich haben für irgendjemanden. Am besten noch Double Countout. Das wäre ja ganz bescheuert. So, Rey jetzt, komm. Rey hat doch irgendwas vor. Und jetzt schöne Hurricane Runner gegen Daniel Bryan. Ah, will Rey vielleicht ein Cover versuchen? Ja, das will er. Cover. One. Bis eins. Daniel Bryan lässt sich davon ja gar nicht aus der Ruhe bringen und macht weiter. Ich finde das Match sehr interessant von den beiden. Schön, schön, schön in den Yes-Lock, in den LeBell-Lock, wie auch immer. Was war das denn? Er wirft ihn in die Luft und als Rey runterkommt und er klopft ab. Rey Mysterio klopft ab im Yes-Lock. Was war das denn für ein Finish von Daniel Bryan? Das war ja mal der Hammer. Oh, das will ich jetzt aber nochmal sehen. Moment, der schickt ihn hier irgendwo. Kommt es jetzt gleich? Kommt leider nicht mehr. Schickt ihn in die Seile, wirft ihn hoch, nimmt ihn in den Bell und Rey kloppt ab, obwohl er ganz nah am Seil ist. Ja, Handshake. So muss das sein, Jungs. Ja, Handshake. Daniel Bryan und Rey Handshake. Passt ja gar nicht. Letzte Woche rastet Daniel Bryan noch aus, attackiert John Cena. Und heute Handshake mit Rey Mysterio. Ja, Rey hat es leider nicht geschafft. Daniel Bryan, erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich. Ich hoffe, SmackDown hat euch gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Und ich würde euch sagen, dass es jetzt das Ende war. Aber ich sage euch doch noch, wer es nächste Woche auf Daniel Bryan trifft, es wird nächste Woche das Main Event sein. Und Number One Contender Match, 1 gegen 1, Daniel Bryan gegen den Mann, der es dann versuchen wird, mit Bryan aufzunehmen. Der Sieger tritt gegen John Cena bei Battleground an und ich sage einfach nur, feed me more. Feed me more.